So, meine Freunde, was geht? Willkommen zur Reaction zur vierten Folge der Obi-Wan Kenobi-Serie. Eine Folge, die für mich vom Feeling her wieder viel richtig macht, aber von der Logik extrem zerpflückbar ist. Mehr dann dazu irgendwann in der Review, wenn sie kommt. Vom Nachgespräch habe ich diesmal nichts drin gelassen, weil ich dafür keine Zeit habe. Und jetzt viel Spaß mit der Reaction. Lol. Als ob. Ab in den Bagdad-Tank. Junge. Ach so heißt das, wo Darth Vader auch immer drin ist. Ja, ja. Bagdad ist einfach eine heilende Flüssigkeit. Oh, schön gegengeschnitten. Das wäre nice, wenn Obi-Wan hier einbricht. Das ist der Ice Cube Sohn? Was ist? Es tut mir leid, aber das ist der Sohn von Ice Cube. Ich wünsche dir rein, Wade. Was denkt ihr, wie tief die runtergeht? Mir gefällt, wohin das führen könnte. Das ist ihre Operation. Ein paar T-47er im Hangar. Das wäre Selbstmord. Irgendwie das sind die aus Episode 5 auf Hoth. Gut, dann lass uns doch etwas schärfer nachdenken. Oha. Macht sie jetzt den Anakin? Okay, schade. Okay, was heißt schade? Das ist Leia, aber ja. Töten. Naja, würde die Show sich bestimmt trauen. Okay, dass jetzt Obi-Wan sich da einschleicht, finde ich ziemlich geil. Ja, das ist schon... Ja. Was sind das für komische Getränke, die da stehen? Sind es Getränke? Nein, das sind wahrscheinlich irgendwie... Reaktorkerne. Da stehen Reaktorkerne rum. Erfahren wir jetzt endlich, wofür dieser komische Scanner ist. Kein Zutritt ohne Freigabe. Geheimen Informationen hier. Wissen Sie, was geheim bedeutet? Ich bin mit geheimen Informationen hier. Okay, dann lass ich sie durch. Ja. What the fuck? Geil. Junge! Gib mir wie so eins Flashbacks, wie sie zur nach Bugunga tauchen. Aber okay, so trinkt man in Jedi Fallen Order da auch ein. Geil. Diese Atemdinger sind so cool immer. Wie fängt die das besser an? Ja, das sind dieselben wie in Episode 1, glaube ich auch. Die Musik ist auch gerade schön, ja? Oh Gott, was kommt da? Ein Seesterntintenfisch oder was ist das? Ja! Oh mein Gott! Er verkleidet sich! Ja! Nee, du gar nicht. Nein, hä? Ich glaube, er war einfach nur los. Mann! Ist er dumm? Hätte er Ace wissen können, egal. Das wäre so, ist da aus Episode 4, Eindringung in eine imperiale Basis, verkleidet und Leia wird gefoltert. Ja, Junge! Wer zuerst blinzelt? Nein! Nein! Du bist stark. Cringe! Das ist einfach nur cringe, dass sie den wieder. Das ist. Nee. Komm bitte, zerstör Lola wieder. Ich mag diesen Druiden nicht. Warum? Das ist so ein richtiges Spielzeug. Ja, komm, gib uns ein bisschen Backstory, gib uns mal sowas, was den Charakter weiterbringt. Güte, diese Festung. Was lagern die nur da unten? Sag das halt richtig laut. Ja, auffällig, danke. Vielleicht trifft er jetzt auch einen bekannten Jedi, der da gefangen ist oder so. Er hat sich wenigstens was Unauffälliges anziehen können. Außer halt alles, was danach schreit, so, ich bin ein Jedi. Aber sagen wir so, ich glaube, es dauert ultra lange, realistisch gesehen, so Stormtrooper-Kleidung anzuziehen. Ja, aber trotzdem. Ich mag Sturmtruppen-Interaktion. Aber ich muss sagen, es ist eine richtig realistische Sturmtruppen-Interaktion. Ja. Und er, oh, das geil, wie er sich da versteckt. Das ist auch generell Obi-Wan, der sich in der imperialen Basis vor Sturmtruppen versteckt und langschleicht. Und ähnlich hat er es auch schon mal in Episode 4 gemacht, wie er dann vorbeigekommen ist. Geil. Und was mit dem Typen, der eben noch neben ihr saß? Hä, die sitzen da immer noch? Und haben das nicht gemerkt? Kaufe ich nur so halb. Du musst aufhören, Logik anzuwenden, bitte. Ich mag dieses Gespräch aber. Du sollst mal reden, Mann. Sie ist 10. Dieser riesige Raum mit nur dem Ding in der Mitte. Geil. Das ist so ein Kylo Ren-Falter-Raum. Richtig Platz sparen. Alter. Ich hoffe, er trifft auf einen Inquisitor und es kommt zum Kampf oder so. Alter. Stimmt. Alter. Sie sind hier eingesperrt. Sperrte oder tote Jedi? Hä, hey, war es da rechts nicht der aus Clone Wars? Ich glaube, ich weiß jetzt, das sah ein bisschen aus wie die Rasse von Sassy Chin. Vielleicht war der erst auch, aber. Das hier ist keine Festung. Nee. Oh! Oh, Terra Zenube! Ist das Terra Zenube? Ich glaube schon. Mir noch sagen, was... Alter! Und gleich Miss Windu. Das passt, glaube ich nicht. Tu es einfach. Ist ja so krank. Sie sind auf Florum.
Alles läuft über das SERTA-System. Floron, das war, glaube ich, der Plan, wo Hondo war. Oh! Alter! Es gibt keinen Ausweg. Bleib, wo du bist. Also, so dunkel ist es jetzt eigentlich. Oh, nice, er hat sein Schwert draußen. Naja. Oh, geil, wie das Schwert draußen hat. Okay. Nice. Ha! Stark. Oh, Purge-Truppler. Oha. Nice. Ja, er kommt langsam wieder rein. Okay. Alter, das muss so viel Macht erfordern, lol. Oha, geil. Immenser Druck sein, weil der ganze Ozean darauf fliegt. Wie leer dieser Jackenschild! Wie sehr einfach unser Mantel läuft. Oh mein Gott. Und wie es auch immer nur diese beiden sind. Ach, meine Fresse, das Dummies. Ein Jedi Rome kann da einfach reinlaufen und alles ficken und wieder rausgehen. Oha. Ein Kind und ein alter Mann. Huch. Oha, die T-47, geil. Kommt schon rein mit euch. So viel Platz ist da eigentlich nicht. Nein. Das muss jetzt aber gehörig eng sein. Deswegen standen diese komischen, gefährlich aussehenden Dinger da am Anfang. Oh. Du wurdest Alter. Was ein Scheitern bedeuten würde, tolerieren. Oha. Ich habe einen Peilsender auf ihrem Schiff platziert. Aber sie sind doch gar nicht mit dem Schiff geflohen. Wissen wir, wo sich das Netzwerk und Kenobi befinden. Wann sollen sie das gemacht haben? Ja, sie sind doch mit dem T-47 geflohen. Ach, bei Leia ist wahrscheinlich der Peilsender. Das kann sein. Dann würde es noch Sinn ergeben. Boah. Hier hat mir gerade meine Stimme aber auch gefallen. Aber sie wollte ihn ja gar nicht gehen lassen. Das ergibt ja, also, ja, muss eine Ausrede sein. Es wird sich zeigen, ob es eine Ausrede ist. Ah, in Lola wahrscheinlich ist der, ja. Okay. Und deswegen läuft die jetzt das rot. Das war's. So kurz? Ja, 33 Minuten knapp. Waren die anderen nicht 40 Minuten lang? Ja, die waren länger, das war die kurzeste Folge. So Leute, das war's jetzt auch schon mit der Reaction. Wie gesagt, leider nicht so wirklich was vom Nachgespräch drin, da eigentlich gar nichts, weil ich einfach absolut keine Zeit dafür hätte. Ich hatte eigentlich auch gar keine Zeit, das jetzt zu schneiden, weil ich ultra viel Uni zu tun habe. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn irgendwann die Reviews kommen, dann sprechen wir mal genauer alle so über die Folgen. Und ja, ich hoffe, wir kriegen 2 Banger zum Finale, weil das verdient eine Obi-Wan-Serie. Aber mal sehen, ob es so kommt. Wir sehen uns dann nächste Woche zur nächsten Reaction. Wer weiß, vielleicht kommt dazwischen eine Review, wird man sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao und möge die Macht mit euch sein.